willkommen bei der Gärtner, bei Janos Moratti, bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schaut mir gerne in die Kommentare, schaut Kanalinfo. Da ist mein Alter und mein Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok und Snapchat und meine Homepage ist da verlinkt. Und schaut bei meinem Merch vorbei und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt. Das ist ein guter Kollege von mir. Lasst bei ihm einen Daumen nach oben da und ein Abo da lassen. Schaut bei ihm vorbei und am Ende des Videos könnt ihr 3 Videos andrücken. Und mein Logo andrücken und abonnieren. Und verteilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, überall. Und heute vermehren wir die letzte Papaya. Ich habe letzte Woche doch schon eine unreife Papaya. Die habe ich ganze Urlaub so liegen gelassen im Zimmer und ein bisschen reifen. Das schauen wir mal nach. So. Jetzt nehme ich die Kamera. Schau, braucht man jetzt scharfes Messer. Die ist schon überreif. Da holen wir ein paar Samen raus mit Löffel. So. Probieren wir mal die Frucht. Backen wir mal auf die Seite. Da holen wir noch ein bisschen Samen hinaus. Hat sie das gewusst? Die Kerne kann man sogar essen. Die will nicht gegessen werden. Schau. Sind voll gesund. Gut für, wenn wir nicht krank werden. Und jetzt brauchen wir eine zweite Serviette. So. So. Jetzt einmal zweite Serviette nehmen.
So. Ich hab jetzt gedacht, ich tu's mal trocken reinlegen, die Samen. Da haben wir Erde. So. Die Papayasamen. Pott. Erde hinein. Da kommen die Samen. So. Super gemacht. Jetzt leicht mit Erde bedecken. So. Jetzt muss man nur mal angießen, Etikett schreiben und reinstellen in die Wärme. Und dann kann es wachsen. Ja. So schaut die fertige Papaya-Pflanze aus. Schaut ganz toll aus, schaut die Blätter schon schön aus, so riesig, schaut toll aus, schöner Baum, und hier ist die Kokosnusspalme, schaut auch ganz gut aus. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, schaut Kanalinfo, schaut bei i vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Verbreitet das Video mit eurer Freunde, Familie, überall. Bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter, überall. Und schaut auf meine Homepage vorbei, bei meinem Merch und auf den YouTube-Kanal. Das ist ein guter Kollege von mir. Lasst bei ihm ein Like da und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Video.